gar nicht, wo wir lang müssen, so richtig. Wer kämpft? Ja, tückisch ist, ist ein gutes Wort. Oh. Was? Hinterhalt? Oh oh. Wobei ich tatsächlich das Gefühl habe, es ist ein bisschen weniger laggy. Also. Eben als so viele da waren. Ja. Also wenn ich halt aufmerksam bin, dann geht's, glaube ich, aber. Großer Malma, aber. Irgendwie kriegen wir halt auch voll die fetten Hits, weil die so viel höher sind als wir. Oh, da raus bitte. Da auch raus. Ich bin ja immer noch halb tot. Ja, ein bisschen level ich. Oh Mann. Wir haben ja schon ewig nicht mehr genug Tränke gehabt. Sonst war es immer so, dass man irgendwie zwar zeitweise vielleicht mal ein, zwei Tränke in Minus war, sozusagen, aber jetzt hier bei drei ist schon arg wenig. Da muss ich ja glatt ein bisschen rationieren. Und das bei diesen Gegnern, lass mich da raus! Oh Mann. Das wird so schön. Diese Blöden, die sind immer zuerst, ne? Oh, jetzt habe ich aus Angst meine Hand genommen. Ich hoffe, da kommt irgendwo auch noch mal ein Heilbrunnen. Ich bin noch nicht bereit. Okay, und du noch. Okay, 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 hier ist noch einer. Okay, unten oder oben lang? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal unten lang. Oh, 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 oh. Ich muss noch etwas warten. Ja, warten. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder einen Trank bekommen. Das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Du ich bin noch nicht da tot. Ja, du bist tot. Schön. Ist ein bisschen besser geworden mit den Legs, oder? Also jetzt auch gerade zum Moment nochmal irgendwie. Brauche nicht mehr so viele Tränke. Wir sind wieder bei 5. Ich komme ein bisschen, ich hole auf, sagen wir es mal so. Aber ich bin gestresst. Ich bin gestresst. Alle tot. Da ist noch einer, ne? Habe ich doch gesehen, dass der abgehauen ist. Okay. Umarmung der Qual. Ja, das klingt sehr, sehr schön. Oh, oh. Das sind hier wieder so viele. Die Kapitele. Oh oh. Da hat es sich schon wieder erledigt. Ich meine, ich bin wieder durch. Mit meinen Tränken. Ich bin noch nicht bereit. Die sind halt leider auch alle stärker. Nicht nur die Dicken. Ich bin noch nicht bereit. Oh, bitte nicht sterben, bitte nur nicht sterben. Ich bin noch nicht bereit. Wenn wir halt immer nur einen auf einmal haben, dann geht's ja noch, ne? Aber wenn die halt so alle auf einmal kommen. Bitte tötet auch wenigstens den einen hier, nur den. Okay, okay. Einer weniger, das beruhigt mich. Und. Heilen sollte ich mich auf jeden Fall auch mal. Oh Mann. Ich habe gleich keine Tränke mehr. Das macht mir ein bisschen Sorge.
Okay, die dicken hier, ne? Das sind noch die dicken. Können ja auf jeden Fall mal. Einer weniger. Okay, okay. Jetzt den Trank einsammeln. Noch ein Trank. Sehr schön. Sehr schön. Okay, wir gucken mal ganz kurz nach oben, ob wir alles gelootet haben. Da ist noch was. Guck mal einer an. Am besten die Schamanen. Ja, die beleben die wieder, glaube ich, ne? Aber. Wenn da so viele sind, dann bin ich irgendwie teilweise froh, wenn einfach überhaupt einer tot ist. Und ich versuche dann die Schamanen zu fokussen, aber klappt nicht so richtig immer. Okay. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier irgendwie. Also da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen hier hoch und da runter. Und da ist schon wieder was los. Ich brauche mehr Zeit. Versuche möglichst ohne Tränke auszukommen, aber ich weiß nicht, ob das klug ist. Denn wenn wir deswegen sterben, halt auch kacke. Es wäre halt schön, wenn wir mal wieder Tränke so auf Max kriegen. Ich bin noch nicht bereit. Also es fällt mir schwer, auf meinen Gesundheitsstatus zu achten und auf das, was hier passiert. Deswegen also alles zusammen im Blick zu machen. Das ist meine persönliche Challenge. Ich muss noch etwas warten. Okay, okay. Diese Taschen, 1500 Gold in 30 Sekunden. Gibt's hier so viel? Wow. Das ist neu, dass hier so viel. Wahrscheinlich, weil die so hoch sind, suchen die halt auch mal. Ich muss noch etwas warten. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das wesentlich mehr ist als sonst, aber auf jeden Fall ist das eine Menge. So, da gehen wir raus. Wir wollen im Hügel gehen. Oh, das sind aber schon wieder viele. Ich habe noch Zeit, um das zu tun. Nein! Oh. Wären wir fast gestorben. Da bleiben wir auf jeden Fall drin stehen. Ich muss noch etwas warten. Oh, warten ist immer nicht so gut für mich. Der Dicke hier, ne? Der macht halt auch noch was. Haut gut rein, sagen wir es mal so. Da ist noch die andere, die wir wahrscheinlich erst nicht zu Ende töten sollen. Okay, fast tot. Auf mich anzugreifen, die Blöder. Oh meine Güte. Das ist sehr, sehr, sehr stressig. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich vielleicht einfach wieder rausgehen sollte, noch ein paar Level machen sollte, um dann wiederzukommen. Aber wenn wir jetzt schon hier drin sind, dann ja, no risk, no fun oder so, aber das ist auf jeden Fall ja. Okay, kann irgendjemand hier was machen? Höllenfeuer. Um uns auszusperren. Oder um jemanden einzusperren. Bald wissen wir es. Trete zurück. Sie kann sehr gut. Dämonen! Helft uns, sie zurückzudrängen! Wer soll uns helfen? Ich muss noch etwas warten. Tot. Und wenn halt alles auf CD ist, was ich habe, dann ist halt schon mal kacke. Ich muss noch etwas warten. Gut, dass wir uns selber heilen, würde ich mal sagen. Jetzt kommt auch noch wieder zu. Oh meine Güte. Oh. Ich brauche mehr Zeit. Oh oh. Oh oh.
sterbe hier noch, ich ahne das schon. Keinerlei Tränke. Das ist nämlich ganz schlecht, dass es hier keine Tränke gibt. Mehr für mich. Ich bin noch nicht bereit. Oh, na klasse. Jetzt sind wir ja noch eingesperrt. Das ist super toll. Ganz, ganz toll ist das. Ja, wir heilen leider halt auch nicht von alleine. Da bleiben wir drin stehen. Ich bin noch nicht dran. Trank, bitte gib mir den Trank. Der Rest ist mir gerade egal. Das ist halt immer noch er hier, ne? Und der nervt mich richtig, aber ich brauche auch Tränke. Okay, okay, okay. Der holt hier immer wieder neue, ne? Wo ist er hin? Ich bin noch nicht bereit. Das heißt, ich glaube, so klug ist, uns in den reinzustellen, aber sonst stirbt er halt auch nicht und holt die ganze Zeit neu. Okay, also ein Trank ist wirklich wenig. Ich glaube, mit einem kommen wir halt auch irgendwie ungefähr gar nicht weiter. Oh Mann. Der wahre Kampf ausgetragen. Sie hatten keine Chance. Opfer für die Bestrebungen eines gefallenen Engels. Geht weiter. Ja, weitergehen. Aber wenn wir ja weiter kämpfen müssen mit 8 Level stärkeren Gegnern. Mit einem Heiltrank. Das gefällt mir nicht. Ich überlege ganz kurz, irgendwo hin zu teleportieren, mich heilen zu lassen und hier wieder herzukommen. Dass ich wenigstens die Tränke habe, wenn es hier schon kacke schwer wird. Ist das unser Stein? Das ist Prava. Selbst sie hat es nicht überlebt. Und dann soll ich das. Unter ihr. Ich kenne dieses Glühen. Das ist der Seelenstein. Kann man einfach mal liegen lassen, kein Problem. Oh, sie lebt noch. Der Kampf ist nicht vorbei. Oh Mann. Jagt Lilith. Wo ist Inarius? Im Turm. Auf der anderen Seite. Dieses höllischen Ödlands. Erlösung. Naht. Nicht für die Ritter, die ihr in die Hölle geführt habt. Und auch nicht für euch. Bruder. Ihr seid nur das Werkzeug von jemandem, der sich um niemanden von uns schert. Und ein Dieb. Die ganze Zeit, als wir euch in Caldeum geholfen haben, hattet ihr den Stein, oder? Inarius vertraute ihn mir an. Und... Moment. Moment. Ihr habt ihn? Unverschämter Ketzer! Oh nein, müssen wir sie gegen sie kämpfen? Ich habe nur einen Trank. Ihr seid... Verdammt! Lasst sie. Der Hass hat sie vergiftet. Ist sie die Einzige? Vergesst nicht, wozu wir hier sind. Wogegen wir kämpfen. Was schlagt ihr vor? Gute Frage. Ich habe ein Tonikum. Ein Mittelchen, um den Schmerz zu betäuben und sie in Bewegung zu bringen. Trinkt aus, Prava. Wenn ihr klug seid, kehrt ihr nach Caldeum zurück, solange ihr noch könnt. Okay, das heißt, wir kämpfen nicht gegen sie. Essenz des Hasses. Questfortschritt gespeichert.
Aber für was denn? Wenn wir nämlich jetzt sterben, ist das alles umsonst. Sollen wir weitergehen? Ja, lass uns mal ganz kurz vielleicht uns heilen. Nur heilen. Alles andere wird eh nicht helfen jetzt kurzfristig. Denn leveln 5 Stunden wollte ich nicht. Ich mache hier schon einfach weiter. Wo ist hier ein Heiler? Da ist Heiler. Du bist doch Heiler, ich ne? Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Oh, nein. Das macht bisher 17. Okay, das wollte ich gar nicht wissen. Das war der Heiler. Mal ganz kurz hier noch Schmiedipiet. Oh. Ach, guck mal, das ist halt alles Stufe 40, weil wir... Da können wir natürlich noch nicht anziehen, weil wir eben low sind. Was war damit? Legendäres Totem, das ist nur Offhand, ne? Könnte eigentlich cool sein, wenn man dazu noch eine Mainhand hat. Können wir dann 2 Sachen quasi, das können wir sowieso nicht tragen. Können wir dann 2 Sachen anziehen? Das könnte ich vielleicht mal ganz kurz... Wenn wir nämlich das und noch eine Mainhand nehmen können, dann könnte das deutlich stärker sein als das, was ich jetzt habe. Wenn wir auch noch eine legendäre haben, ich weiß es gerade gar nicht. Nur mal kurz. Streitkolben ist auch 2-Hand, ne? Oder? 2-Hand-Streitkolben und legendärer Streitkolben. Sind das verschiedene Sachen? Legendärer Streitkolben. Wenn ich das mal anziehe. Und mal, ich weiß nicht. Geht das? Das wäre auf jeden Fall schon mal irgendwie ganz cool, glaube ich. Was haben wir denn hier für Dinger? Wenn ihr einen vergifteten Gegner mit Werbär, ja gut, Werbär brauchen wir nicht. Was macht das hier? Kritischer Trefferschaden, Erdfähigkeiten. Könnte eigentlich cool sein, aber hat keinen Sockel. Ich weiß es auch nicht. Was macht das überhaupt, wenn ihr Blitzschaden verursacht? Besteht eine Chance, Ziel zu überladen. Das könnte auch cool sein. Was machen wir hier? Das ist eigentlich auch cool, ne? Das ist halt irgendwie uncool. Diese Werbär-Geschichte. Dann haben wir eben leider keinen Dings. Wir müssen die beiden noch aufwerten. Diesen Stein hätte ich gern da rausgeholt. Was war denn grün? Was macht der denn? Waffe. Gegen verwundbare Gegner. Was haben wir denn sonst noch so? 5 Leben beim Töten eines Gegners. Kontrollverlust. 9 Schaden von ultimativen Fähigkeiten. Habe ich glaube ich gar nicht. Schaden über Zeit. 12,5% Basis. Schaden. Überwältigungsschaden. Ich glaube, ich nehme das hier. Achso, den haben wir hier schon, ne? Ja, dann kann der ja da rein. Guck mal einer an. Dann kommt das noch hier wieder weg. Das kommt dahin. Diese ganzen können wir hier auch alle reinpacken. Die können wir jetzt eh nicht anziehen. Weil wir noch 437 Level brauchen, damit wir die anziehen können. So. Dann aufwerten ganz kurz und dann gehen wir zurück. Und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir gegen Lilith kämpfen müssen. Und hier wahrscheinlich alles umsonst ist, was wir hier gemacht haben, weil wir einfach sterben werden. Unerwartet. Okay, ich hoffe, es hilft. Ich hoffe, es reicht, dass wir wenigstens danach noch weitermachen können. Oh Mann. Merkt man, dass ich nervös bin und es ein bisschen hinauszögere? Ich hoffe nicht. Okay. Na, wir gucken mal. Sollen wir weitergehen? Ich kann es ja, kaum erwarten. Aber bleibt wachsam. Die Kathedrale ist im Chaos versunken. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Jetzt nicht so schwarz malen. Bleib zusammen und such diesen Turm, von dem Prava gesprochen hat. Aber 8 Level sind 8 Level. Und ich bin kein Diablo-Pro, also die Chancen stehen doch, würde ich sagen, eher schlecht. Aber ich muss ja hier jetzt hier lang. Ich muss ja hier durch jetzt. Nochmal leveln, dafür bin ich kacke, deswegen ziehen wir das jetzt einfach durch. Und wenn wir sterben, dann sterben wir, dann ist der Char halt weg. Dann ärgere ich mich wahrscheinlich ziemlich dolle und kann dann wahrscheinlich erstmal kein Diablo mehr spielen, weil ich mich sehr ärgern muss.
Aber dann können wir vielleicht... Ich weiß nicht. Ich habe den Gas Station Simulator gekauft. Der war im Angebot jetzt hier bei Steam. Die Tage habe ich eine E-Mail bekommen. Der war auf meiner Wunschliste. Deswegen habe ich den gekauft, weil er jetzt im Angebot war. Es gibt schon DLCs dafür. Den spiele ich dann. Also wenn wir hier sterben, dann muss ich leider erstmal Diablo Rage bitten. ja. Aber das wird natürlich nicht so krass. Wir schaffen das hier ganz easy peasy oder vielleicht auch schwierig, aber wir schaffen das natürlich. Dann kann ich Season 1 spielen, ja. Das sind diese saisonalen Realms, ne? Das stand auch da, als ich hier eingeloggt habe, von wegen, wenn du das, wenn du dieses Season-Kram spielen willst, dann musst du von 1 anfangen. Aber ich hätte halt noch Main Story fertig, bevor wir sowas machen, denn er nimmt ja den Fortschritt von dem Pfad, mit dem man eingeloggt war vorher. Deswegen würde ich da eigentlich ganz gerne wenigstens hier die Main Story einmal abschließen, damit wir das vielleicht nutzen können und dann wenigstens schon, ich weiß nicht, reiten können in so einem Kram. Okay, wo rennen die denn hier schon hin? Ah, hier sind wieder mehrere, na ganz toll. Mein Trank. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Ich wollte gerade sagen, kein Trank. Ich will mich schon beschweren. Ein Dicker muss hier dann noch irgendwo rumlaufen. War hier nicht gerade noch irgendwas? Oh, da wollten wir raus, würde ich mal sagen. Nicht sterben bitte. Und da sollten wir auch nicht drin stehen bleiben. Da auch nicht. Ich muss noch etwas warten. Keule nehmen wir mit, auch wenn sie weiß ist. Ich bin noch nicht bereit. Ach nee, ich dachte, die werfen hier irgendwie diese Flammendinger, aber das ist dieses Loch hier, ne, was das wieder macht. Ich muss noch etwas warten. Schon ein bisschen Sorge, weil das hier noch der Crash ist quasi. Ich bin noch nicht bereit. Und Linda wird stärker sein. Oh. Ja genau, wegen Hardcore habe ich sozusagen keine Story gemacht oder nicht weitergemacht. Oh, warte. Oh, das hätte mich fast gekillt. Ja, genau. Ohne die fertige Story keine Season. Ja, dann kann ich ja nicht mal. Siehst du? Ich habe mich auf keinem Char die Story fertig. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin auch noch nicht bereit, das stimmt. In diesem Fall stimmt. Sonst denke ich ja immer, die ist nur viel zu unbereit. Aber diesmal bin ich das auch. Er liegt am Boden. Nee, kein Trank. Ach, wir haben 6. Ja, na dann. Dann passt das ja erstmal für den Moment. Was? Was bombardiert uns? Ja, okay. Wir wollen mal nicht getroffen werden im Idealfall.
Dämon. Was machen wir? Besiegt die Angreifer? Muss ich irgendwo hin? Hilft mir das Bollwerk zu errichten? Muss ich da jetzt irgendwie hinlaufen? Und nach oben und das abwehren oder so vielleicht? Na, ich guck mal. Rumstehen hilft auf jeden Fall nicht.